So, willkommen zu einem neuen Video von Lautlos Performance, dem Tuner für Elektromobilität. Und heute haben wir ganz besonderen Besuch da, von ganz, ganz weit weg, aus der Ukraine. Und wer das genau ist, werden wir jetzt gleich sehen und werden ein bisschen quatschen. Die haben was ganz Besonderes mitgebracht, und zwar ein Model 3, wo man jetzt denkt, was ist an dem Model 3 besonders? Ganz viele Sachen an diesem Model 3 sind ganz, ganz, ganz richtig besonders, denn die Jungs wollten mal so zeigen, was sie drauf haben, und sind jetzt hier. Und wir gucken gleich, wer das alles ist. So, und wir sind jetzt hier bei den Jungs angekommen. Und zwar, das hier ist der Alex. Hi. Er ist der Geschäftsführer von TSK aus der Ukraine. Und der hat dieses wunderbare Kfz hergebracht. Und da hat er noch zwei Partner mitgebracht, dass ich ein bisschen mit denen quatschen kann, was denn eigentlich an dem Auto besonders ist, was gemacht wurde. Und die zwei Jungs sind auch dann dafür zuständig, dass der Vertrieb für die Teile, die dann irgendwann kommen werden, hier in Deutschland an den Mann gebracht werden. Und jetzt geht's mit den Leuten weiter, die mich auch verstehen. Hi Pavel. Hey. Hi Igor. Hi. So, das sind die Jungs von TSK Deutschland, kann man sagen, ja, oder? TSK, ja, TSK GmbH aus Dortmund. Ich bin der Pavel, ich bin der Geschäftsführer und Miteigentümer der TSK GmbH in Dortmund. Und wir werden dafür sorgen, dass die Teile in einer angemessenen Qualität in Deutschland verfügbar sind und dass solche brillante, fähige Mitarbeiter und Kollegen, die Autos tunen in Deutschland, auch die Teile an die Fahrzeuge bauen können. Ja, kurz zu mir. Ich bin der Igor und ich mache bei der TSK GmbH den Vertrieb und unter anderem auch Marketing. Okay, Igor, Pavel, egal wie rum, was habt ihr jetzt mitgebracht? Erzählt mal. Wir haben kein herkömmliches Tesla Model 3 mitgebracht, sondern wir haben ein Auto mitgebracht, was TSK sogar umbenannt hat. Das Auto ist ein Cyber 3. Und die Modifikationen sind halt maximal. Es gibt aktuell keinen derartig modifizierten Tesla wie diesen. Dann würde ich sagen, dann gucken wir uns das einfach mal an. Also man sieht ja direkt von Anfang an, die Frontstoßstange, die ist brutal. Also wenn man sich die Front anguckt, also es ist so ein aggressives Auto, das ist unglaublich. Man weiß gar nicht, wo man anfangen soll. Also ich finde die Stoßstange richtig gelungen, die ist sehr aggressiv. Hat aber auch genug Öffnungen, dass die Luft entströmen kann. Das heißt, der CW-Wert wird wahrscheinlich nicht viel schlechter sein als original. Sieht richtig aggressiv aus. Die Motorhaube ist natürlich ein brutaler Hingucker. Da haben wir mit dem Jan vorhin geredet. Sieht so ein bisschen aus wie Ferrari 488, wo auch diesen Lufteinlass hat, wo die Luft durchströmt. Hat aerodynamische Vorteile natürlich. Kann man auch kombinieren mit einem Racing-Paket, habe ich mir vorhin sagen lassen, dass man quasi den Kühler besser abströmen kann, dass die warme Luft besser weggelangt vom Fahrzeug, dann übers Auto weiter nach hinten strömt. Also ist wirklich sehr gelungen. Und vor allen Dingen, das ist ja, wenn ich mal so gucke, also ich kann ja die Hand reinstecken, ne? Seht ihr? Also meine Hand steckt das hier drin. Das heißt, es ist schon echt, es ist kein Fake, wie bei manchen Hauben, dass es halt einfach nur so aussieht. Hier hat es wirklich einen Nutzen. Die Farbe ist natürlich der Burner. Erinnert mich so direkt, so, wo ich das Auto gesehen habe, so an Gulf Racing so ein bisschen. Die haben auch so diese Farben. Sieht richtig gut aus. Und das Auto ist nicht foliert, also schon Steinschlagschutzfolie ist drauf. Das Auto ist lackiert. Also die Farbe ist wirklich durchweg überall so. Klar, die Lichter, wenn man die sieht, hat nichts mehr mit dem Model 3 zu tun. Da sind zwar noch die originalen LEDs drin, aber sehen halt viel aggressiver aus. Da würde ich sagen, gehen wir gleich zur Seite und gucken uns an, ob das Auto noch die Serienbreite hat oder vielleicht ein bisschen breiter geworden ist. Weiß man ja nicht, ne? War ja Winter. Okay, Pavel oder Igor, egal wer. Das sind jetzt diese Schweller. Also ich schätze mal, was sind die? So circa 12 cm breiter. 12 cm pro Seite sind die Breite, genau. Ja. 12 cm noch. Ja, das ist brutal. Also man sieht ja, das ist fast so eine Handbreite, was die Karre vorne breit ist, hinten genauso. Was fahrten ihr denn für Räder auf dem Auto? Also es sind reguläre Räder, vorne 235, 40, 19. Also klar, man kann auf 20 Zoll gehen, aber das war eine sehr gute Kombi aus der Felge und den originalen Reifen. Hinten sind 275, 40, 19, also auch plus minus im normalen Rahmen. Also ich denke, so wie ich die Felge sehe und den Stretch der Reifen, wird wahrscheinlich eine 9er Felge drauf sein, schätze ich mal sowas, oder? Also ist auf jeden Fall keine 8,5er. Also ich würde sagen, schon eine 9er Felge, ne? Also vorne, das ist eine 9er Felge, hinten sind 9,5. Also ganz human, weil, wie wir sehen und kennen, je breiter die Felge, desto größer Verbrauch. Ja, natürlich, dann haben wir da den dementsprechenden Reifen drauf. Also ich muss sagen, von vorne wirkt das Auto natürlich super bullig. Also sieht eigentlich von überall einfach viel zu krass aus. Also ist wirklich brutal. Da würde ich sagen, gehen wir als nächstes direkt mal zu den Schwellern, weil die fallen ja einem sofort ins Auge. Das ist ja wahrscheinlich, kann ich ja unten an den originalen Schweller quasi befestigen. Oder habt ihr da befestigt, nehme ich an? Genau. Ne? Also man befestigt den Schweller an die originalen Punkte, wo der originale Schweller dran ist, mit dazu.
der Zugang zu den Böcken, um das Fahrzeug auf der Hebebühne hochzufahren, sind da gegeben. Und das heißt, man braucht nichts Gesondertes. Das ist halt super, weil bei vielen Schwellern, unabhängig davon, ob es jetzt Zulassung hat oder nicht, ist immer das Problem, wenn du die Schwelle hinmachst, du kommst ja nicht mehr hin, um das Auto hochzuheben. Das heißt, du musst immer die Ausschnitte machen. Und ich habe vorhin schon drunter gefühlt, das war das Erste, was ich geschaut habe. Da waren sie halt schon von Werk aus, sagen wir jetzt mal, drin. Das ist eine Manufaktur eher als ein Werk. Und ist gut gelungen, also hat man auf Details geachtet. Dann habt ihr auch dann Carbon-Spiegelkappen natürlich verwendet bei dem Auto. Ne? Finde ich auch optisch, macht so ein bisschen was her. Und dann gehen wir direkt nach hinten und gucken uns mal dieses breite Ding an. Also man sieht schon, ich habe vorhin schon durchgespiegelt, die fette Distanzscheibe. Also ich schätze mal, das sind irgendwie pro Rad wahrscheinlich 3 cm, würde ich jetzt schätzen. Das ist brutal, ne? Mit dem 275er Reifen, wie der Paul schon gesagt hat. Und hier haben wir auch 12 cm pro Rad, ne? Pro Seite, genau. Pro also, Schwelle. Es kommt natürlich sehr viel wilder vor, als es tatsächlich ist, weil der Kotflügel ist an der Stelle abgeschnitten und man fängt mit der Verbreitung sehr viel höher an. Deswegen ist das nicht die volle Breite, die man hier sieht, sondern das ist halt quasi nur so die Hälfte. Ja, und das Krasse ist, bei diesem Umbau, ihr kennt ja, viele machen ja sich Schweller hin, dann kannst du das Auto nicht tiefer legen, weil der originale Schweller dem Reifen im Weg wäre, wenn man wie hier den Radkasten ausfüllen möchte. Ja? Die Jungs haben das natürlich sehr professionell gelöst. Der Kotflügel oder der Schweller, wie sagt man, dieser Bereich, dieser Schweller, der wurde quasi, also ich schätze mal, in diesem Bereich weggeschnitten aus dem originalen Blech. Dann wurde das Teil von TSK montiert und wurde von ihnen natürlich wieder abgedichtet und ich sag mal professionell natürlich montiert. Das heißt, du kannst die Karre auch tief fahren, ja? Das funktioniert, du kannst auch einfedern, ist gar kein Problem, weil hier passt deine Hand halt rein. Da ist, ja, da ist kein originaler Schweller im Weg und es ist halt, wenn man mit Köpfchen dran geht, dann sieht es einfach ganz anders aus und das finde ich immer gut, weil das hat Hand und Fuß. Ja? Ist nicht einfach dran geklatscht und hier ist breit, sondern das funktioniert auch und das ist immer ganz wichtig. Und was ich auch sagen muss, das ist ja der zweite, ne? Genau. Wo gebaut wurde. Und für die Qualität, dass es das zweite Modell ist, also ist schon richtig gut. Also es ist ja, ich glaube, das meiste ist Handarbeit, oder? Noch aktuell? Ja. Also das ist heftig, der Produkt. Seht ihr? Ihr seht quasi nichts, ja? Also es ist, du machst die Tür auf und es sieht aus, als ob es halt ein Breitbau Model 3 ist, ja? Und das ist mega gut. Und jetzt muss ich sagen, das habe ich schon vorweggenommen. Das ballert ja direkt ins Gesicht, ne? Also es haut dich ja direkt so, okay, du brauchst erstmal eine Sonnenbrille. Da habt ihr auch was gemacht, ne? Man hat ja nicht nur den obendrauf den Streifen in Orange, sondern auch innen drin alles in Orange. Das ist aber nicht Grill ist, weil du sitzt ja drin, da wirst du ja ertragen. Hat man halt die Farbe genommen und es ist qualitativ. Man hat hier natürlich dann auch bei den Türen eine Nappa hier oben auch reingemacht, das mit dem Nappa-Dach matcht, so wie im AMG zum Beispiel, weil nicht jeder und alle mögen das helle Himmel. Ja, gehört dazu. Ja. Manch einer will es halt schwarz. Dunkel haben, ja. Ja. Ich würde sagen, ich habe das jetzt alles vorweggenommen, aber ich würde mich jetzt mal kurz ins Auto reinsetzen und euch was zeigen, was auch wieder so zeigt, dass die Leute detailverliebt sind. Jetzt sitze ich im Auto und was macht ihr, wenn ihr im Auto sitzt in Deutschland? Natürlich schnallt ihr euch an, bevor ihr fahrt. Ganz wichtig. Das macht man hier natürlich mit diesen Gurten. Also wenn das ja nicht geil ist, ne? Also ich würde wahrscheinlich meinen Namen drauf machen, ja, dass jeder Kunde mit meinem Namen rumfährt. Nee, Spaß beiseite. Also es ist halt einfach, ihr seht, ich schnalle mich an und es matcht, also es passt halt einfach, ne? Ist einfach durchdacht, so ich habe hier Orange, dann mache ich noch hier so einen Gurt in Orange. Ist natürlich Geschmackssache, die Farbe. Ich finde es freaky. Ich finde, es passt auch zum Auto, muss man dazu sagen. Und die Verarbeitung der Sitze, also ich habe da schon Sachen gesehen, das willst du nicht fahren. Aber die Sitze, also wirklich Respekt. Also man muss überlegen, das ist ja jetzt hier keine Tesla-Maschinerie, die das da hier produziert oder wer auch immer. So die Leute, die machen das, ist ja eine kleine Gruppe von Menschen, Enthusiasten, die sowas feiern, gute Qualität zu haben. Und die machen sowas ja von, ich schätze mal, von Hand mit einer Nähmaschine. Ja, der Power nickt schon, also wird es so sein. Brutal verarbeitet. Also da fällt mir nichts ein, ist Innenraum Porno. Also innen, außen einfach Hammer. Und, was natürlich nicht fehlen darf, Softgloss. Hätte ich mir auch gewünscht bei meinem Model 3, aber naja, so ist es halt. Da würde ich sagen, gehen wir an das
an den brutalsten Diffuser, den ich je gesehen habe. Also das ist, ich werde wahnsinnig, also brutal. So, ja. Einmal Manswitch. Igor, erzähl mal, genau. was dieses kleine Ding wir hier... Wir kommen hier auch zu einem absoluten Unikat des Fahrzeugs. Das ist der Diffuser, der wirklich unglaublich breit, unglaublich tief ist. Auch wieder mit sehr, sehr, sehr tollen orangenen Details. Was auch wieder zu der Gesamtharmonie des Wagens passt. Also ich muss sagen, der Igor redet ja schon besser als ich. Da merkt man so, der ist für den Vertrieb zuständig. Ich kann sowas nicht. Ich muss nur noch ein paar Mal vor der Kamera stehen. Am besten mit dir. Und dann nimmst du meinen Job noch ein. Genau. Nee, weg. So, nee, also der Diffusor wirklich. Also jetzt musst du mal hier rumfilmen. Das ist, also guck mal. Du kannst da deine Familie verstecken darunter, wenn es regnet. Ja, weil, also das ist brutal. Guck dir mal die Finn an. Also ich kann mir auch vorstellen, dass das sogar funktional ist. Ne? Also ich kann mir das echt vorstellen, dass der Wind da ein bisschen gebündelter rausgeht, oben raus. Also richtig gut. Was wir vergessen haben, Igor, der Spoiler vor lauter Diffusor. Ja, der Spoiler ist auch ein Unikat, eine Selbstanfertigung von TSK. Und der steht deutlich weiter ab als der originale von Tesla. Ist in dem Fall nicht Carbon, sondern GFK. Gibt es aber genauso auch als Carbon mit den schmalen und den breiten Flocken in sämtlicher Variation. Hier haben wir jetzt nur einen GFK. Finde ich aber passt gut, weil du hast hier kein Carbon großartig dran, auch nur die Spiegelkappen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass das beides in Kombi, also ich sag mal für Performance-Fahrer, der Spoiler richtig geil wäre, weil den kannst du auf jedes Model 3 draufklatschen, weil hier ist es ja relativ normal geblieben. Normal sage ich, weil wir kommen gleich noch zu dem Punkt. Spoiler wird wahrscheinlich mehr Abtrieb bringen, finde ich gut. Auf dem Heck kannst du es immer beim Model 3 gebrauchen, weil der tänzelt sonst rum. Was habt ihr hier gemacht? Also ihr habt ja, es sieht ja anders aus, ne? Ja, die Rückleuchten wurden etwas modifiziert. Unter anderem, wir haben den zweiten Teil, der an der Heckklappe war, quasi entfernt und nach unten gesetzt. Da ist halt Nebelschlussleuchte und Rückfahrlicht. Mhm. Super, hat sich ja wieder was dabei gedacht. Der Tuner würde jetzt sagen, es ist gecleant, ne? Es ist gecleant? Kannst was lernen, gecleant. Danke. Gecleantes Heck. Ja, und das fand ich auch wieder, da sieht man mal, dass die Jungs, dass die sich halt Gedanken machen, weil ich bin ans Auto gekommen, hab gesagt, ja gut, okay, in Deutschland kannst du ja knicken, ne? Weiß man jetzt noch nicht, aber Nebelschlussleuchte unten drin und Rückfahrlicht drin. Das heißt, es ist ja noch quasi die volle Funktionalität des Autos gegeben. Wenn ich rückwärts fahre, habe ich Licht. Wenn ich Nebel habe, habe ich Nebelschlusslicht. Finde ich richtig gut. Also auch wieder durchdacht. Und was kannst du auf dem Auto sagen? Was sollen wir noch angucken? Wollen wir mal die Motorhaube aufmachen und vielleicht diesen Durchzug zeigen? Yes, das zeigen wir. Perfekt. So, Igor, dann mach mal vorne. Die brutale Motorhaube, wo der ganze Arm reinpasst. So, einmal auf. Ja, krass. Ne? Also da sieht man schon, dass da die Luft durchgeht, ne? Genau. Der Frunk ist modifiziert, ist komplett aus GFK gebaut worden. Mhm. Hier auch nochmal schön abgedichtet worden. Idee war, dass der von unten die Luft anzieht, um das Fahrzeug besser auf dem Boden zu halten. Und gleichzeitig sind dort auch Einläufe für die Kühlung des Fahrzeugs. So, also bei dem ersten Modell, was wirklich aus Carbon ist und wirklich nur für Race gemacht worden ist, geht das Ganze mehr zum Kühler. Hier geht ein Teil der Luft hoch und ein Teil der Luft in den Kühler. Ja, also da muss ich auch sagen, also es ist wirklich, es soll ein paar Leute geben, die auch mit solchen Autos auf der Rennstrecke fahren. Ich gehöre dazu. Also ihr wisst alle, also die meisten, die wirklich wissen, worüber ich rede, wenn man schnell fährt mit dem Auto, du kriegst irgendwann nicht genug Kühlleistung. Und ich denke, beziehungsweise ich weiß ja, dass diese Lösung oder dieser Aufwand, der hier betrieben wurde, richtig gut ist, weil A, es staut sich nicht die ganze Luft davor, sondern die hat so einen Flow übers Auto dann später. Und es ist ja nicht nur so, dass die Luft von vorne reindrückt und dann quasi diesen warmen Kühler umströmt, dass der gekühlt wird, sondern wenn das ja zu ist, strömt die Luft ja auch genauso hier drüber und es entsteht ja so eine Art Sog. Das heißt, die warme Luft wird dann noch schneller rausgesaugt und das wird dazu führen, dass eigentlich, wenn du das Auto ballerst, dass du länger Leistung hast, weil du kannst halt besser kühlen. Ne? Exakt. Das heißt, da ist auch schon wieder also wird so viel gedacht an dem Auto, das ist ja wie so eine Masterarbeit, ja? Also ist ja brutal. Also wirklich alles, das gefällt mir tippitoppi, muss ich sagen. Also freut uns, dass es dir so gefällt. Also ja, ich bin schon so ein bisschen neidisch aufs Auto. Schreibe ich einen direkten Joke dazu. Ja. Während sich alle anderen gedacht haben, man macht AliExpress-Tuning, TSK hat gedacht, das machen wir genau nicht.
Ja, würde ich sagen, das passt auch, weil ich glaube, bei Ali kriegst du sowas auch nicht. Ich weiß gar nicht, wie ich die abschließenden Worte finden soll. Großen Dank an Alex, der jetzt gerade noch am Handy wahrscheinlich die nächste Ladestation sucht. Großen Dank an die Jungs von TSK Deutschland, dass sie mit dem Auto vorbeigekommen sind. Abschließende Worte? Danke dir. Ich denke, das ist nicht das letzte Video, was wir zusammen machen. Denke ich nicht. Weil ich rieche so irgendwie, da kommen noch andere Sachen auf uns zu. Ja, so einiges. Ich weiß nicht. Tesla hat noch andere Modelle, habe ich gehört. Ja, ich glaube auch. Ich weiß nicht, ob jeder sowas haben möchte. Wahrscheinlich ganz viele, aber vielleicht wollen viele nicht sowas Krasses. Ich will nicht. Wir werden sehen. Man weiß es nicht. Und du? Hast du auch ein paar Abschlüsse? Ja, ich bin froh, bei dir zu sein, dich mal wieder zu sehen. Ja. Wir sehen uns nicht zum ersten Mal. Ja. Und ich bin sicher, dass wir gemeinsam was schaffen werden. Glaube ich auch. In diesem Sinne, Jan, gib Gas und zeig den Leuten das Auto.